getroffen worden, interfraktionell eine halbe Stunde für die Aussprache vorzusehen. Aber die Kolleginnen und Kollegen haben sich entschlossen, zu Protokoll zu geben, mit Ausnahme der Frau Kollegin Viola von Kramon, die nun für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht. Bitte schön, Frau Kollegin. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir von der Grünen Bundestagsfraktion sprechen uns mit diesem Antrag für eine monatliche Rente für Dopingopfer der ehemaligen DDR aus. Wir wissen seit langem, Dopingmittel wurden in der DDR flächendeckend jahrelang verabreicht und kamen in allen olympischen Sportarten zum Einsatz. Die Dopingverabreichung erfolgte auch an minderjährige Sportlerinnen und Sportler. Die DDR finanzierte mit dem Staatsplan 1425 ein umfangreiches und kriminelles Dopingforschungssystem mit Medizinern und Wissenschaftlern. Trainer in Spitzenpositionen spielten bei der Dopingverabreichung eine hervorgehobene Rolle. Sportlerinnen und Sportler wurden weder über den Einsatz der Dopingmittel noch über deren Nebenwirkungen aufgeklärt. Das Spitzensportsystem der DDR hat eine schwere Hypothek hinterlassen, denn es hat eine große Anzahl von Opfern in Kauf genommen. Die Vorsitzende des Dopingopferhilfevereins, Ines Geipel, nennt diese Schattenseiten des Sports einen Kollateralschaden aufgrund von politischer Gier. Es ist keine Übertreibung, wenn man heute sagen kann, das Dopingsystem der DDR ist der größte bisher bekannte Dopingskandal. Es sollte uns eine besondere Mahnung sein, dass dieser Skandal leider auf deutschem Boden stattgefunden hat. Seit der Wiedervereinigung ist vieles durch Strafgerichtsprozesse und wissenschaftliche Forschung sowie durch Berichte von Opfern und jahrelange Recherche öffentlich geworden. Auch Stasi-Dokumente, die vom Staat zur Abschottung des Dopingsystems eingesetzt wurden, haben eine besondere Rolle bei der Aufdeckung gespielt. Der Sport selbst allerdings hat im Vergleich dazu nur wenig zur Aufarbeitung seiner eigenen Vergangenheit beigetragen. Bis heute gibt es in Sportorganisationen in Deutschland für die in Führungspositionen belastetes Personal tätig ist, sogar noch Steuermittel. Ich halte das für ein extrem schlechtes Signal für die Integrität des Sportes. Und unsere Fraktion hat das auch immer wieder angemahnt. Die gesundheitliche Situation von vielen Dopingopfern ist alarmierend. Anfang 2010 hatten wir einen weiteren Todesfall eines anerkannten Dopingopfers, eine ehemalige Leichtathletin. Auch ihr wurde schon im minderjährigen Alter Dopingmittel verabreicht. Es gibt weitere und leider sehr viele dieser schweren Fälle. Wir sprechen uns daher dafür aus, denjenigen Sportlerinnen und Sportlern, denen schon als Kindern, als Minderjährigen Dopingmittel verabreicht wurden und die heute unter teilweise sehr erheblichen gesundheitlichen Schäden leiden, eine dauerhafte Rente zu gewähren. Die Rentenzahlung sollte schnellstmöglich erfolgen und nicht erst als zusätzliche Rente bei Erreichen des gesetzlichen Renteneintrittsalters. Die Höhe der Rente sollte sich bemessen an gesetzlichen Regelungen für Opfer des SED-Unrechts. Wir denken da an eine monatliche Zahlung von mindestens 200 Euro. Es geht aber auch hier um die Glaubwürdigkeit parlamentarischer Entscheidungen, denn der Deutsche Bundestag hat 2002 in einem Antrag selbst auferlegt, die Frage der Nachfolgeregelung für schwerstgeschädigte Dopingopfer der DDR zu prüfen. Ich nenne diese Tatsache vor allem vor dem Hintergrund, dass es seinerzeit die CDU-CSU war, die eine weitergehende Hilfe für Dopingopfer angeregt hatte. Wir waren von Seiten der rot-grünen Regierungskoalition einen Tick überzeugender mit unseren Vorschlägen, aber die Tatsache, dass es zum damaligen Zeitpunkt eine große parlamentarische Übereinstimmung gab für eine erneute Überprüfung, ob es nicht für Schwerstgeschädigte eine Nachfolgeregelung geben sollte, sollte uns doch jetzt zu denken geben. Heute möchten die Kolleginnen und Kollegen von der CDU und der FDP davon offen nichts mehr wissen. Es ist immer das gleiche Spiel, wenn es ernst wird in der Sportpolitik, komplizierte Themen auftauchen, dann machen sich die Sportfreunde vom Spielfeld. So ist es bei der notwendigen Umgestaltung der Spitzensportförderung, so ist es beim Spannungsverhältnis von Sportgroßereignissen und Menschenrechten und so ist es aktuell auch bei der notwendigen Unterstützung der Dopingopfer. Stellen Sie sich doch mal vor, liebe Herren und Damen von der Koalition, welche Wirkung es für die betroffenen Dopingopfer haben muss, wenn Sie, wie bei den letzten Haushaltsverhandlungen, über Nacht zusätzliche Millionen für den Spitzensport hin und her schieben, aber für eine Dopingopferrente keinen einzigen Cent bereitstellen.
Wir werben weiter für unseren Antrag und unterstützen das Anliegen von Dopingopfern der ehemaligen DDR. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Viola von Gramont. Die anderen Kolleginnen und Kollegen haben ihre Reden zu Protokoll gegeben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 12/393 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Sind Sie damit einverstanden? Das ist der Fall. Dann haben wir gemeinsam die Überweisung so beschlossen. Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 18a und 18c.